Hallo und herzlich willkommen bei Koch mal schnell. Heute zeige ich euch mein cremiges Hühnchen-Paprika-Gulasch aus der Pfanne. Super leckeres Rezept, geht echt schnell, schmeckt total frisch und super nach Paprika. Schaut es euch an, ich hoffe es gefällt euch. Ja, ich habe alles rausgelegt, was ich brauche. Ihr findet das wie üblich auch im Rezept in der Infobox oder auf meiner Internetseite. Und ich habe nochmal alles betextet hier, das ist, glaube ich, übersichtlich. Ich fange an, indem ich die Hühnerbrust hier zunächst mal quer halbiere, weil die so dick ist, und dann schneide ich die in Streifen als Vorbereitung. Ja gut, jetzt muss ich erstmal Oskar versorgen, der dreht immer durch, wenn es frisches Hühnchen gibt. Also erstmal ein Stück für Oskar, sonst läuft er mir auf die Füße. Ja, können wir weitermachen. Und jetzt schneide ich hier mein Hühnchen in kleine Würfel, vielleicht nicht ganz so kleine, schon bald ein bisschen zu klein bei mir hier, so dass ihr das noch gut auf die Gabel kriegt oder auf den Löffel, je nachdem für Gulasch. Dann kommt die Paprika entkernen und nach dem Entkernen streifen und dann auch kleine Würfel, ungefähr so groß wie die Hühnchenstücke. Ja, das ist so meine Größe, ich glaube, das passt ganz gut. Eine Chili. Ich habe wieder eine Chili drin für den Kick. Die ist relativ scharf. Ich lasse auch die Kerne drin. Wer es nicht so scharf mag, der lässt die Chili einfach weg und schärft mit Cayennepfeffer oder Pfeffer. Das geht natürlich auch. Ja, dann kommt die Zwiebel. Zwiebel ganz einfach pellen und nach dem Pellen in Würfel schneiden. Und die Würfel müssen gar nicht so klein sein. Ich möchte die noch als Struktur so ein bisschen auch in der Masse später haben. Also das ist so meine Größe hier. Ihr seht, die sind nicht wirklich klein. Dann kommen die Pilze. Heute habe ich mal wieder Kräuterseitlinge genommen, weil die etwas fester sind. Die waren gerade im Angebot. Ich mag die sehr gerne. Ihr seht, das hier ist so meine Größe. Sehr lecker. Müsst ihr mal ausprobieren. Wenn nicht, könnt ihr aber auch Champignons nehmen. Ja, letzte Vorbereitungshandlung hier. Die Frühlingszwiebeln noch in kleine Röllchen schneiden. Die brauche ich nachher zum Garnieren. Und das war's dann auch schon. Dann können wir auch schon an die Pfanne gehen. Pfanne wirklich hoch erhitzen, hier die Hälfte des Pflanzenöls in die Pfanne geben. Wir wollen gleich unser Hühnchen auch so ein bisschen anbräunen. Ihr kennt den Trick mit dem Essstäbchen, wenn es unten Blasen schlägt, britzelt, dann ist das Öl heiß genug. Hühnerfleisch rein und das braten wir jetzt ordentlich scharf an. Das soll jetzt wirklich bräunen. Das dauert nicht lange, vielleicht 5-10 Minuten allerhöchstens. Das ist ja sehr zart, das ist schnell durch. Ihr seht das dann, wenn es so kleine braune Stellen schon entwickelt, dann ist es auch soweit. Und dann gebe ich hier das Mehl dazu, um das Fett zu binden und später auch die Soße mitzubinden. Und damit es noch ein bisschen bräunt, alles gut mischen, solange bis man von dem Mehl nichts mehr sieht und das Mehl auch das Fett aufgenommen hat. Ja, dann stellen wir erstmal das Hühnchen beiseite, das brauchen wir jetzt hier nicht mehr. Und können natürlich gleich die Pfanne nehmen mit dem wundervollen Geschmack hier. Geben nochmal die zweite Hälfte von dem Pflanzenöl dazu, erhitzen das auch wieder ordentlich. Verteile das hier so ein bisschen in der Pfanne und dann brate ich als nächstes meine Paprika an, richtig hohe Hitze, und auch die Zwiebeln können gleich dazu, die haben gleiche Konsistenz, also das passt. Und jetzt brate ich Zwiebeln und Paprika, bis die Zwiebeln so ein bisschen Farbe angenommen haben, und dann kommen auch schon die Kräuterseitlinge dazu. Das Ganze nochmal 5, nach vielleicht 10 Minuten nochmal hohe Temperatur richtig anbraten. Die Kräuterseitlinge geben nicht so viel Wasser ab wie Champignons. Und dann kommt auch schon dazu hier mein Frischkäse, der genug Salz hat, deswegen auch kein Salz in dem Rezept mehr, und Creme Fraiche. Und als nächstes, wenn ich die beiden Zutaten hier in der Pfanne habe, gebe ich auch gleich Eiweiß dazu. Eiweiß hat ja auch schon so ein bisschen Salz und Tomatenmark. Und dann mische ich alles gut durch und lasse das nochmal so richtig vermischt aufkochen. 5 Minuten ein bisschen runterstellen. Nochmal schmoren, das reicht aber auch. Dann seht ihr schon, das riecht auch schon ganz wunderbar, ganz frisch nach Paprika, hat eine ganz tolle cremige Konsistenz schon. Und jetzt gebe ich hier in meine Gemüsemasse mit dem Frischkäse das Hühnchen zurück. Das ist ja fertig und das muss man nicht mehr kochen jetzt, das ist natürlich schon durchgegart. Ihr müsst jetzt alles nur noch einmal gut vermischen und erhitzen.
untere Temperatur, also nicht mehr so heiß. Wir wollen jetzt nicht noch mehr Flüssigkeit verlieren. Es ist schon sehr dickflüssig hier. Wenn euch das dickflüssig ist, wie es bei mir war hier, könnt ihr das jederzeit beliebig einstellen, anpassen mit Milch. Einfach ein bisschen Milch wieder dazu gießen und habt ihr die richtige Konsistenz. Wenn ihr Reis oder Nudeln dazu essen wollt, braucht ihr ein bisschen Flüssigkeit. Ja, das war es auch schon und da können wir auch schon schauen, ob es geklappt hat. Das ging schnell, oder? Und ihr seht hier, mein Gulasch hat eine ganz wunderbare Konsistenz. Es tropft hier sozusagen von der Kelle. Also ganz toll. Ja klar, mit Reis wäre es jetzt ein bisschen zu dick. Dann müsst ihr es eben anpassen. Aber so ist es natürlich schon wunderbar. Und das Einzige, was ich jetzt noch mache, ich streue jetzt noch so ein bisschen Frühlingszwiebel hier über mein Hühnchen-Gulasch mit Paprika, über dieses cremige Gulasch. Ihr seht hier, das ist schon sehr cremig. Wunderbar. Wunderbar nach Paprika, ganz frisch. Das Hühnchen ist immer noch zart, hat einen ganz tollen Geschmack. Also, ich denke, mein cremiges Hühnchen Paprika-Gulasch aus der Pfanne hat geklappt. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Und ansonsten bis demnächst bei Koch mal schnell.